Jo, einen schönen Nachmittag. Hallo. Danke. Also, wir reden jetzt etwas über Flash-Speicher und Flash-Speicher unter Linux. Kurz zu mir, ich bin Richard, Co-Founder von der Sigma Star GmbH. Wir machen sehr viel Linux-Entwicklung, Low-Level, unter anderem auch Linux Embedded. Daher habe ich auch viel mit Flash-Speicher zu tun. Ich mache da auch viel im Kernel Mainline, bin da auch Maintainer. Und heute reden wir über Flash-Speicher. So einmal quer durch, was ist Flash-Speicher, worum geht es, was muss man beachten, was macht Linux dabei, was macht es nicht. Und ja, fangen wir mal an. Weiß jeder, was Flash-Speicher ist? Gut, dann habe ich was zu tun. Na, also, Flash-Speicher ist im Grunde nicht flüchtiger Speicher. Also eine Art RAM, das den Zustand nicht vergisst. Es basiert auf Zellen. Eine Zelle kann sein ein Transistor zum Beispiel. Man kann eine Flash-Zelle bauen mit mehreren MOSFET, wo dann jeder MOSFET ein Bit speichert. Das ist dann eine Zelle. Aber über die Hardware-Eigenschaften reden wir heute eher weniger. Flash ist vor allem billig, sehr billig. Er ist schnell, je nachdem, welche Art von Flash man verwendet. Man kann sich auf Flash meistens verlassen, wenn man ihn richtig verwendet. Das Wenn hier ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt Falltüren ohne Ende. Und der Riesenunterschied zum Beispiel zu einer Festplatte, wo man Blöcke lesen und schreiben kann, ist, ein Flash hat im Grunde drei Hauptoperationen. Die sind einmal lesen, löschen und programmieren. Das heißt, einen Flash kann man nur einmal beschreiben, also programmieren, und dann muss man ihn wieder komplett löschen. Aber ich komme dann später darauf noch ins Detail. Und auch, was eigentlich am meisten bekannt ist von Flash-Speicher, ist, dass er beim Löschen wird er immer etwas mehr kaputt. Das heißt, jeder Flash-Block kann nur eine gewisse Anzahl an Löschoperationen überleben. Flash-Speicher heißt er daher, weil man Spannung reinflasht, also man legt Spannung an und dann wird er komplett geladen, dann hat man alle Zellen auf 1 und dann wird beim Programmieren wieder 0 hereingeschrieben. Und eben dieses Spannung anlegen, also Energie reinlegen, ist das Flashen, wieder Blitz, und daher heißt er Flash-Speicher. Nun, wo kommt Flash-Speicher vor, wo sieht man ihn? Paradebeispiel, der gute alte USB-Stick oder die MMC-Card, die SD-Card oder die Comic Flash-Disks oder jetzt aktuell ganz groß im Kommen oder schon da eigentlich die Solid-State-Disks, also statt einer Festplatte eine SSD und natürlich auch Flash-Speicher in Embedded-Geräten, zum Beispiel Smartphones. Also ich bin mir sicher, jeder von euch hat bereits mehrfach Flash-Speicher verwendet, ohne es zu wissen. Dann ganz grob die Haupttechnologien. Es kommt jetzt darauf an, wie man die einzelnen Flash-Speicherzellen zusammenhängt, also wie der physikalische Aufbau ist und was ganz grob unterschieden zwischen NOR und NAND. Wir werden uns heute primär auf NAND-Flash fokussieren. Es gibt dann noch die jeweilige Anbindung von Flash-Chip, entweder seriell oder parallel. Und auch, wie viele Bits kann man pro Zelle ablegen. Dazu gibt es später auch noch mehr Details. Aber ihr kennt bestimmt die Begriffe SLC, MLC und TLC. Das liest man bei den Solid-State-Disks manchmal. Die älteste Form von Flash-Speicher ist NOR-Flash. Den verwendet man heute auch noch. Nur hat er ein paar Eigenschaften, die ihn für, sagen wir so, USB-Sticks und Smartphones eher ungeeignet machen. Vor allem die Kapazität, nur ein paar Megabyte. Die Performance ist relativ schlecht. Das einzige Gute ist, man kann schnell davon lesen, aber zum Beispiel ein Flash-Block programmieren bei NOR dauert mehrere Sekunden.
halt löschen da mehrere Sekunden und programmieren ist auch relativ langsam. Man kann den Block auch sehr oft löschen, das ist okay. Man kann ihn relativ leicht verwenden, weil man kann ihn im Grunde wie ein SRAM anbinden, also wirklich in den Speicher reinmappen und dann einfach lesen. Es gibt aber auch ein Serious-Interface, zum Beispiel über SPI, zum Beispiel das Ding an seinen Mikrocontroller anhängt und damit das SPI-Befehle über den Speicher spricht. Und eben der Riesennachteil, er ist relativ teuer. Das heißt, mit dem NOR-Flash eine SSD bauen mit mehreren Terabyte macht niemand. Wenn ihr nun aber hergeht und kauft euch einen Standard-Router auf dem Mediamarkt, die haben meistens NOR-Flash drinnen. So NOR-Flash im Bereich von 4 Megabyte, da passt nämlich gerade was rein, der Linux-Kernel mit 1 Megabyte, dann hat man noch 3 Megabyte frei für User Space und fancy User Interface, da kommt man mit 4 MB durch. Und diese Embedded Router booten so, die Laden werden booten, das gesamte Image ins RAM und müssen diesen NOR-Chip nur schreiben beim Firmware-Update. Ja. Dann nehmen der Nachfolger von NOR ist der NAND-Speicher. Da hat man pro Chip schon mehrere Gigabyte. Die Performance ist wesentlich besser. Man kann schnell programmieren, schnell lesen und einen Block löschen ist auch okay. Das ist so im Millisekundenbereich. Der Lifespan ist geringer. Also bei Single Layer Cell, also SLC, hat man eben mehrere 100.000 Erase Cycles. Bei Multilayer geht das eben rapide nach unten. Verwendung ist mittelmäßig bis schwer, darauf komme ich noch später, da erkläre ich die ganzen unschönen Eigenheiten vom NAND. Das Interfacing ist auch schwieriger, man braucht auf jeden Fall einen Bus für die Kommandos und kann dann aus einem internen RAM die Daten lesen oder man hängt gleich an einen SPI-Bus. Er ist nicht sehr reliable, das heißt, man braucht auf jeden Fall ein Error Correction. Das heißt, wenn man Daten schreibt, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass er einzelne Bits verliert, die dann später bei Lesen wieder korrigiert werden müssen. Es gibt zum Beispiel aktuell NAND-Flash, da muss man pro 512 Bit 64 Bit reparieren können. Aber Price low, darum nimmt den Gott und die Welt her. Also wenn ihr jetzt hergeht und euren USB-Stick aufschraubt, werdet ihr darin NAND-Flash finden. Ich habe es vorhin schon ganz kurz erwähnt, es gibt vor allem bei NAND die Blöcke und es gibt auch die Pages. Das ist jetzt eine unschöne Eigenheit, die hat physikalische Gründe. Lesen und programmieren kann man immer eine Page und löschen immer nur einen gesamten Block. Und ein Block besteht aus mehreren Pages. Die Page Size kann sein von ein paar Kilobyte bis ein halb Megabyte und die Blockgröße kann sein mehrere Megabyte. Das heißt, man beschreibt den Flash der Reihe nach mit der Programmoperation und kommt dann drauf, okay, ich hätte gerne eine Page geändert. Das geht nicht. Man muss halt den gesamten Block löschen wieder. Und bei jeder Löschoperation wird der Block etwas mehr kaputt. Es ist im Grunde ein Speicher, den man auch adressieren kann. Dann hat auch jede Page eine eigene Adresse, also startend bei 0. Und man kann auch nur linear programmieren. Das heißt, wenn ich hier Beispiel Adresse 1, 2, 4, 3 programmieren möchte, das geht nicht. Ich müsste programmieren 1, 2, 3, 4 oder eben die 3 weglassen. Also wenn ich programmiere 1, 2, 4, dann darf ich 3 nicht mehr programmieren. Darf ich erst wieder programmieren, nachdem ich den Block komplett gelöscht habe. Wenn ich pro Zelle nur ein Bit speichere, dann darf ich eine Page in mehreren Schritten programmieren. Das heißt, im NAND-Datenblatt immer NOP, das ist die Number of Programs. Das macht es zum Teil einfacher für das Dateisystem, weil wenn die Page mehrere Kilobyte hat, aber der kleinste Sektor von einem Dateisystem ist geringer, dann macht es Sinn, wenn man das unter mehreren Schritten programmiert.
Aber das ist ein Detail. Dann, wie bereits erwähnt, man muss die Bitfehler korrigieren und auch erkennen. Das macht diese ECC-Engine, also das ist meistens ein Korrekturcode. Aktuell ist ein BCH, früher war es Reed Solomon. Manchmal habe ich mir sagen lassen, auch irgendwelche proprietären Codes, die dann auch irgendwie BCH sind, aber das ist meistens ein Betriebsgeheimnis und da kommt man selten dahinter. Man kann das R-Catchen machen an drei Stellen, entweder im Treiber, also zum Beispiel im Linux, in Software, oder in der Hardware. Wenn die Hardware das kann, dann kann dieser NAND Flash Controller, also NFC, kann das für Hardware machen, oder der Chip selbst macht das. Das ist dann je nach Hersteller. Also bei Micron NAND ist das ONDI ECC, bei Toshiba ist das B-NAND. Die schnellste Variante ist immer, wenn man macht Error Correction am NAND Flash Controller. Wenn man so das Datenblatt liest von einem System on Chip, wie er verbaut ist im BeagleBone Black, der hat natürlich auch einen NAND Flash Controller drinnen und der kann Error Correction machen. Da muss man dann auch nachlesen, wie viele Bits kann der reparieren und da muss man eben den passenden NAND Chip verbauen. Weil wenn man jetzt einen NAND Chip verbaut, der eine wesentlich höhere Fehlerrate haben kann, als der NAND Flash Controller reparieren kann, würde er nicht lang leben. Dann gibt es natürlich auch einen Bereich im NAND-Block, wo diese Prüfsumme abgelegt wird, wo nämlich dann dieser Fehlerkorrekturcode feststellen kann, haben sich Bits geändert oder eben nicht. Da spricht man von der Out-of-Band-Area. Sieht man auch immer im Datenblatt, da steht drinnen, man hat Batch-Size, Beispiel 8K plus 1K OOB. Das heißt, der NAND-Controller kann dann pro Batch 1 Kilobyte an solchen Daten ablegen. Dann kommen wir jetzt schon mal zu den ersten Unschönheiten. Ich habe ja vorher bereits gesagt, wenn man einen Erase-Block löscht, dann geht er immer etwas mehr kaputt. Und je nach Dateisystem oder User kann es sein, dass man bestimmte Blöcke öfter löscht, also wieder beschreibt, wie andere. Darum muss die Software, also der Flash-Treiber, dafür sorgen, dass alle Blöcke möglichst gleich oft gelöscht werden. Das spricht man von Relabeling. Wenn nämlich festgestellt wird, dass ein Block wurde oft gelöscht, dann nimmt man dessen Daten und kopiert sie auf einen Block, der weniger oft gelöscht worden ist. Ziel ist eben, dass man diese Anzahl an Löschcountern ausgleicht. Also Relabeling machen alle SSDs hoffentlich. Und man kann ja auch diesen Relabeling-Status abfragen und sieht, wie alt ist die Platte. Dann Bitflips. Man bekommt vom Controller auch ein Feedback, wann er Bits korrigieren hat müssen. Zum Beispiel, wenn man eine Page liest, bekommt man zurück OK, aber nach einem Substatus drin stand, okay, ich musste aber 3 Bits korrigieren. Oder ich musste 10 Bits korrigieren. Da spricht man von Bitflips. Das heißt, man hat die Daten zwar korrekt bekommen, aber da musste repariert werden. Diese Info ist nämlich wichtig für die Flash-Management-Software. Die muss nämlich immer im Auge behalten, ob die Anzahl der Bitflips steigt. Wenn die Anzahl der Bitflips steigt, dann weiß man, okay, dieser Block ist am Sterben, da muss ich was machen. Meistens geht man dann her und verschiebt die Daten woanders hin, löscht ihn komplett neu und hofft dann, dass es beim nächsten Mal besser geht. Meistens geht es dann auch besser. Dann Bitrot, also wenn die Bits verrotten beginnen, also wenn man eine Page programmiert und niemals wieder liest und nichts macht und nach 2 Jahren wieder liest, können die Daten futsch sein. Das heißt, man muss auch regelmäßig prüfen, sind die Daten noch da und das oft genug machen, dass man mittels Error Correction das wieder reparieren kann. Wenn man aber zu oft liest, hat man Read-Disturb, dann gehen die Nachbardaten ein. Also Read-Disturb. Ja, und den Ding vertraust du den Daten an. Na, also Read-Disturb ist gut. Also Read-Disturb ist so, wenn ich eine Page extrem oft lese, dann gehen die benachbarten Pages kaputt. Bei Single-Layer-Cell-NAND muss man zwischen 10 hoch 5 und 10 hoch 6 Mal lesen, also eher oft. Bei Multilayer-Cell lang 1000 Mal.
Das heißt, wenn man ein Dateisystem hat und dieselbe Datei 1000 Mal liest, rettet einen der Page Cache im Kernel den Hintern. Read ist Verb hat dann daher, weil ich habe vorhin gesagt, man kann sich so einen NAND vorstellen wie ein Gatter von Transistoren, wo jeder Transistor sich ein Bit merkt und wenn ich die Daten lese, dann muss ich ja eine Messung machen und bei der Messung fließt auch Strom und umso öfter ich messe, fließt halt das Ding einen Gesamtstrom. Und dann haben wir Read Disturb. Und dann haben wir noch Data Scrambling. Die Daten, die wir reinspeichern, ist ja Energie. Und man muss dafür sorgen, dass dieses Energiepotenzial ein Gleichgewicht hat. Also wenn man Daten hineinspeichert, sollte das Verhältnis zwischen Nullen und Einsen gleich sein. Wenn man es aber im Filesystem schreibt, nur Nullen und eine 1, ist das für den Flash ungut. Da muss man das alles durch eine Scrambling-Funktion jagen, die Daten scrambled und das Verhältnis zwischen Nullen und Einsen wiederherstellt. Data Scrambling machen viele NAND-Chips intern, zum Beispiel die von Micron machen es intern, die von Hynix setzen voraus, das macht der Treiber. Wenn es der Treiber macht, ist ungut, weil man natürlich da wieder Performance verbrät. Ist natürlich auch ganz toll für Datenrettung, wenn man das Ding ja schon mal end-scramblen muss. Aber die Datenrettungsfirmen sollen auch was zu tun haben. Dann hätte ich die Folie vorher machen sollen. Also, SLC heißt, ich speichere in eine Zelle ein Bit. Das heißt, sie ist geladen oder sie ist nicht geladen. 0 oder 1. Einfach. Multilayer, ich speichere 2 Bits. Also ich habe, wenn ich mir diese Ladungskurve ansehe, Kurve unten 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Das heißt, bei einer minimalen Ladungsschwankung haben wir schon sehr viele Bits geändert. Und bei TLC haben wir sogar 3 Bits pro Zelle. Da muss man dann sehr genau messen. Und bei MLC und TLC haben wir diese Bad Pages. Und zwar, jede Page hat einen Kumpel. Zum Beispiel haben wir eine Paarung von Page 0 ist gepaart mit der Page 3 und Page 1 mit Page 4. Hat folgende tolle Eigenschaft. Wenn ich jetzt beim Programmieren der Page Nummer 4 einen Stromausfall habe wegen Power Cut, also Stecker abgezogen, dann verliere ich nicht nur die Daten, die ich gerade geschrieben habe, sondern auch die Daten von der Page 0, die bereits vorher geschrieben worden sind. Ist natürlich für ein Dateisystem mit einem Journal-Head nicht so toll, weil das voraussetzt, Daten, die korrekt geschrieben worden sind, bleiben auch hier. Und die Bad Pages sind zum Verwenden im Filesystem wirklich sehr ungut und ich habe mich mit den Leuten von Micron lange unterhalten, warum das so ist und die haben mir gesagt, es ist vor allem so, dass sie diese Bits pro Zelle auf mehrere Pages aufteilen, weil es dann für sie einfacher ist im Prozess der Herstellung, für die Fertigung. Billig. Die Software wird schon richten. So, nun, wenn ihr euren USB-Stick aufschraubt, findet ihr darin mindestens 2 Chips. Einmal einen NAND-Chip und einmal einen mittelmäßig starken ARM-Prozessor. Der ARM-Prozessor ist ein Flash Translation Layer. Darauf rennt ein Stück Software, das so tut, als ob euer NAND-Flash eine Festplatte wäre. Weil wenn ihr diesen USB-Stick ansteckt, bekommt ihr in Linux oder in Windows eine Festplatte, könnt ihr wie gewohnt Blöcke lesen, schreiben und überschreiben. Man kann da einen VFAT, einen EXT installieren und das geht einfach. Die Magie macht der FTL. Also es ist wirklich ein Stück Software, das das alles ummappt und der macht dann auch für euch Wir-Leveling, der macht die Fehlerkorrektur, der macht Data Scrambling. Jetzt das Problem, das ist eigentlich eine komplexe Aufgabe und der USB-Stick sollte eigentlich billig sein. Und wenn der jetzt hat Wir-Leveling oder Scrambling nicht so gut macht, das fällt eher selten auf, weil beim ersten Mal oder der erste Woche geht er ja gut. Aber ob er nach 2 Jahren noch geht, ist so eine Frage. Und darum können die sehr, sehr schlecht sein. Sehr schlecht. Zum Beispiel,
Ich war mal bei einem Projekt dabei, da haben wir mit einem Logic Analyzer nachgesehen, welche NAND-Kommandos dieser FTL absendet. Was macht er? Zum Beispiel, wenn er macht V-Level, muss er ja die Daten von dem Block, der oft gelöscht worden ist, auf einen anderen Block kopieren. Dann geht er her, liest ins interne SRAM die Daten vom Block, löscht den alten Block und schreibt. Wenn ich nun einen Powercut habe, weil mein Embedded-Gerät macht einen Reset oder ich ziehe den Stecker ab, dann war's das. Oder sie machen nur V-Leveling für die ersten paar Blöcke, weil sie voraussetzen, dann macht eh jeder nur VFAT drauf. Und bei VFAT haben wir nur vorne den FAT und der wird oft geändert. Der Rest ist egal. Wobei, es wird wesentlich besser, weil wegen den Solid-State-Disks geben sie sich mehr Mühe mit der Software und die Software kann man dann auch am USB-Stick, auf der SD-Card und dergleichen einsetzen. Aber gerade bei Embedded-Geräten, die halt irgendwo verbaut sind in der Steueranlage, ist es sehr wichtig, dass das auch geht. Und da kann man jederzeit den Strom verlieren, also einen Powercut. Und mit Powercut-Tests bekommt man die meisten CF-Karten und SD-Karten kaputt, weil da dann plötzlich ihr interner State kaputt geht, weil die müssen ja auch interne Datenbank haben, welcher Block ist wie oft gelöscht worden, wie oft haben wir den Preis gelesen und dergleichen. Und wenn durch einen Powercut die Datenbank kaputt geht, dann sagt der FTL, ich mag nicht mehr. Also so richtig, ich mag gar nicht mehr oder ich formatiere das Zeug neu und es geht wieder? Undefined Behavior, es geht halt nicht mehr. Dann, wenn du es halt hergehst und mit deiner SD-Karte voll Fotos aus dem Urlaub zur Datenrettungsfirma gehst, weil du sagst, die SD-Karte geht nicht mehr, dann gehen die her und holen sich die Daten vom NAND-Speicher, weil die halt meistens wissen, der FTL hat einen Scheiß gebaut. Wobei, es wird besser, also es wird viel besser, aber... Oder? Es gibt auch einen Grund, warum es von den Comeback Flash-Karten gibt, immer eine Industrial-Variante. Das ist genau dasselbe NAND, nur einen besseren FTL drauf. Das kostet dann halt das Doppelte, weil der FTL hat natürlich ein Software-Patent und Intelligent Property und Blödsinn und kostet dann mehr, weil der normale USB-Stick aus dem Medienmarkt muss ja billig sein. Da nehmen wir halt den FTL, der am billigsten war. Und das ist auch ein Riesenproblem für Firmen, die wirklich mehrere Zehntausende Stück an Embedded-Geräten bauen und zum Beispiel eine SD-Karte verbauen, die kaufen die einmal, testen die, stellen fest, okay, die ist gut, die behalten wir. Die haben aber keine Chance zu wissen, ob wenn sie in einem halben Jahr wieder mehr SD-Karten nachkaufen, ob die immer noch gut sind. Weil die SD-Karte kann die gleiche sein, gleiche Seriennummer, nur neuer FTL, weil der Hersteller in China der Meinung war, geht auch billiger. Das heißt, die müssen ständig testen. Also wir machen für Firmen extrem viel so Powercut-Tests, nur um herauszufinden, ob das auch geht. Und da tun Abgründe auf. Oder, haben wir da noch was? Natürlich, so ein FTL steckt auch in eurer SSD, weil die SSD macht ja ATA oder SCSI. Gibt es eine Frage da vorne? Keine Frage. Also, die SSD macht ja ATA oder SCSI, aber im Hintergrund haben wir einen riesen Gatter mit NAND-Chips und der FTL macht das schon irgendwie. Dann haben wir das Problem, es gibt ja immer dieses Trim, kennt ihr sicher, wenn man das optimieren will, dann schaltet man Trim ein. Das hat folgenden Grund. Das Dateisystem unter Linux oder Windows setzt voraus, es ist eine Festplatte und schreibt und liest dann Blöcke, wie es will. Aber der Flash Transaction Layer hat eigentlich keine Ahnung, welche Blöcke sind jetzt vom Dateisystem wirklich in Verwendung und welche nicht. Weil es würde gerne wissen, welche Blöcke braucht es nicht mehr, welche kann es einfach ohne viel Zutun verschieben. Dann gibt es das Trim-Kommando oder bei SCSI besser Unmap. Dass nämlich das Dateisystem sagen kann, ja, lieber Blocklayer, diesen Block brauche ich nicht mehr. Den kannst du vergessen. Dann weiß der Flash Translation Layer, okay, den für den mache ich das eben nichts mehr wissen, machen wir später. Den merke ich mir erst wieder, wenn der beschrieben wird. Aber inzwischen
der egal, weil da hat er nämlich weniger Arbeit. Das heißt, dann ist er nämlich nicht mehr transparent, unser Translation Layer, und wir haben Probleme. Es gab eben im Kernel bereits einige fiese Bugs mit dem Thema drin, oder es gab auch Bugs in der Firmware. Nicht ohne Grund muss man bei SSDs manchmal die Firmware updaten, weil sie plötzlich ganz langsam wird oder Daten nach Diagonal wandern. Zum Beispiel bei den von Samsung gab es... Evo 49. Bitte? Evo 49. Evo 48. Genau. 40 was? Ja. Ja, also wenn es mal Spaß macht, der liest einmal im Kernel Source vom ATA-Subsystem, was die alles für Blacklist und Whitelist gemacht haben für diese Samsung-Dinger. Da sagt nämlich die Firma, ja, ich kann Q-Trim. Dann macht der Blocklayer Q-Trim Daten weg. Weil die Firmware announced das zwar, weil sie nämlich für alle Disks dieselbe Firmware installieren, aber das Stück Hardware kann es halt nicht. Weil der Windows-Treiber für die SSDs, der macht das schon auch. Linux macht es halt generisch und nichts da. Oder es war ja einmal auch bei diesen... Bitte, Frage? Ja, ich frage mich so, die ganzen Dateisysteme, die sind ja alle noch auf Disks ausgelegt, oder? Also ich sage nur defragmentieren. Ist das kein Problem für Flash-Hardware? Oder gibt es da einfach mal... Nächstes Slide. Okay. Oder Wir-Status. Cooler Shortcut. Es wäre ja eigentlich schön zu wissen für das Filesystem der Wir-Status. Wenn das zum Beispiel ext wissen würde, dieser Block ist jetzt schon extrem oft gelöscht worden, den schreibe ich jetzt besser nicht. Wäre ja dem FTL geholfen, aber da gibt es noch kein Kommando dafür. Ja, es ist leider nicht transparent und macht die Sache etwas komplizierter. Ja. Alle Blockfilesysteme gehen mit dem FTL, weil der FTL ja Spielblock-Device ist, aber sie sind nicht alle nett zum FTL. Zum Beispiel, das Schlimmste, was man tun kann, ist ganz kurze Datenbereiche, also ganz wenige Daten, periodisch schreiben. Der FTL hat am liebsten, wenn man im Bulk viel rausschreibt. Und natürlich mit einer Sektorgröße, die genau dieser Erase-Block-Size entspricht. Aber die haben wir nicht. Downhills ist ein Filesystem im Kernel, das ist das F2FS, also Flash-Friendly Filesystem. Das operiert zwar auf einem Block-Device, also auf einer Festplatte, aber es weiß, es ist darunter ein FTL und macht nur I.O.-Kommandos, die halt für den FTL brauchbar und nett sind. Also es fasst I.O.s zusammen, schreibt in Blockgrößen, die halt okay sind, und es ist im Grunde ein Log-File-System, das heißt, es macht immer Copy und Write, es werden niemals Daten überschrieben, immer nur nebenan. Das heißt, der Flash-Translation-Layer muss nicht immer sofort löschen und umkopieren. Es wird immer schön der Reihe nach. Und Butterfs ist auch okay, weil es macht ja auch als Copy und Write. Das Schlimmste ist X4, weil das halt sagt, okay, ich habe hier mein Journal und schreibe ständig. Ja, bei einer Festplatte ist das völlig okay. Und jetzt bei Flash Storage halt nicht mehr. So. Gibt es soweit noch Fragen zum FTL und so generischen Flash-Aufbau? Was ist mit ZFS? Bitte? Was ist mit ZFS? ZFS ist Copy and Write. Wenn es Copy and Write ist, dann ist okay. Wobei, ja. Habe ich jetzt nie verwendet, zurückblickend. Ich nichts BSD. Und man kann dann auch das System sehen. Encryption ist, glaube ich, auch recht schlecht für den Flash. Zumindest habe ich das die Erfahrung so gemacht, wenn ich die encrypted habe. Nur weil er dann nichts mehr frei hat zum Wehrleveln, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob ich eine Datenbank auf einem encrypteten Filesystem gehabt und da ist die SSD dann ziemlich bald eingegangen. Ich bin dann dazu übergegangen, SSDs, die von Haus aus Encryption anbieten, zu verwenden. Verwendet das aber nicht, sondern macht die Encryption selber und die halten. War es dann mit DM-Crypt? Ja, mit Lux. Ja. Weil es war nämlich im Device Mapper war nämlich ein Bug mit drin. Ah. Müsste man sich ansehen.
Aber eine sollte es gehen. Mhm. Ja, wie haben wir jetzt gesprochen? Frage, ja. Wie ist das mit FTL und Malware? Ja, natürlich, für die NSA super. Ja, du hast deinen USB-Stick mit drauf einem dicken Arm, weil wisst ihr, warum ein USB-Stick warm wird? Wegen dem FTL. Nein, die haben es nicht. Also, es gibt ja USB-Stick in schnell und langsam. Da ist nicht der NAND langsam oder schnell. Der FTL ist schnell oder langsam. Der hat einen ziemlich hohen Stromverbrauch und eine sehr hohe Taktung und da kann ein richtig dicker Arm drin sitzen. Also so dick, dass drauf eben Linux laufen könnte. Also kein Mikrocontroller, wirklich was Dickes. Ja, der NSA kann Malware installieren auf alles, was irgendwie ein Prozessor ist. Also, aber ja, Malware kann man da unterbringen. Aber wobei, sie haben ja auch Malware für die Firmware von Festplatten. Ja, aber ist ja eh gesagt worden, dass auf einem USB-Stick, auf dem Controller was zum Installieren ist. Wie lange ist hier? 2 Jahre, 3 Jahre? SD-Karten, USB. Das ist genau das Gleiche. SD-Karten. Ja, du meinst das. Du meinst vom Bunny am Chaos-Kongress, oder? Ja, das war USB. Nein, das war nämlich eine. Bad USB. Ach okay, ja, also, das ist was anderes. Ja, genau, das geht auch. So, ich muss noch ein bisschen anzahlen. Bis jetzt haben wir gesprochen nur generisch Flash und wie sieht es mit dem FTL. Wir haben jetzt gelernt, der Flash Translation Layer kann gut sein, muss aber nichts, aber wir können ihm nicht vertrauen. Das heißt, wir Embedded-Geräte für hochkritische Anwendungszwecke nicht so toll. Da gibt es im Linux ein Subsystem, das ist MTT, das ist ein Memory Technology Device Subsystem, wo man Flash-Speicher direkt ansprechen kann. Also wirklich RAW NAND und RAW NOR ohne FTL. MDB ist der generische Layer. Da hat man auch, wie beim Block-Layer, Partitionen. Man hat Tools zum Formatieren, Tools zum Datenabfragen und ein Interface für Treiber, eben Treiber für NAND-Treiber, NOR-Treiber und ein Interface für die Layer darüber, für spezielle Dateisysteme, die halt für Flash entwickelt worden sind. Und jetzt kann man zu UBI. UBI heißt Unsorted Block Images. Das ist im Linux-Kernel ein Subsystem, das man mit Flash, vor allem mit den NAND-Eigenheiten umgehen kann. UBI macht Vier-Leveling. UBI kann umgehen mit den Bad Blocks, weil, das habe ich vorher ganz vergessen zu sagen, natürlich beim NAND-Speicher können Blöcke kaputt gehen oder ich darf von der Factory bereits einen NAND-Speicher bekommen, wo mehrere Blöcke bereits kaputt sind. Es gibt nämlich diesen Bad-Block-Marker von der Factory, da muss ich einmal einen Scan machen und herausfinden, was ist denn überhaupt brauchbar. Aber billig. Jedenfalls, UBI macht für uns Vier-Leveling, hilft uns, dass man auch atomar auf den Flash schreiben kann. Atomar im Sinne von, er macht ein Copy on Write und wenn ich inmitten der Operation einen Powercut habe, dann ist der Zustand entweder der alte oder der neue, aber kein Zwischending. Das ist ganz wichtig für ein Dateisystem. Ja, UBI ist kein FTL, das ist ganz wichtig. Das heißt, man kann jetzt kein X4 über UBI fahren, man muss ein spezielles Dateisystem fahren über UBI. Es gibt dann nämlich das UBI-FS. Das Filesystem über UBI, das kann mit dem UBI-Interface umgehen, weiß aber auch, darunter haben wir NAND oder NOR und ist eben zum Flash freundlich. UBI ist eigentlich das Hauptgebiet, wo ich im Kernel am meisten mache, davon bin ich im Maintainer und so aktuell mehr oder weniger Hauptentwickler. Okay. Und wenn ich für Kunden was mache im Bereich Embedded, meistens UBI, weil die halt einen billigen NAND verbaut haben auf ihrem Gerät und haben Geld gespart und es muss danach irgendwie betrieben werden. Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt aus, die Nomenklatur. Wenn wir uns diesen NAND-Speicher ansehen, dann haben wir eben unsere MDD-Partition. Das heißt, wenn ich diesen NAND-Speicher ins Linux integriere, dann erkennt mir MDD, okay, du hast einen Speicher mit 6 GB. Das ist dann meine MDD-Partition
Und jeder Erase-Block ist dann ein PEB, ein Physical Erase-Block. Ubi speichert dann in jeden Physical Erase-Block vorne in der ersten Page einen Header rein, wo das Ubi sich merkt, wie oft wurde jetzt dieser Block bereits gelöscht, zu welchem Volume gehört er und welche Daten haben wir dann. Und dann kommt man dann von den Logical Erase Blocks, die LEBs. Das heißt, Ubi macht uns ein Mapping von Physical nach Logical. Man kann haben eben Logical 0 auf Physical 0, aber wenn der Physical 0 kaputt geht, dann muss Ubi die Daten ummappen. Dann haben wir plötzlich ein Mapping von Logical 0 auf Physical 1 zum Beispiel. Im Grunde ist nur so ein Mapping Table und das ist genau das gleiche, was auch ein Flash Translation Layer macht am USB-Stick. Aber hier haben wir es halt im Linux als Open Source, Reviewbar und geht gut. Oder vor allem, wenn etwas nicht geht, weiß ich warum, man kann es reparieren. Weil man hat ganz oft den Fall, dass man sieht, Ubi oder UBFS geht kaputt, dann kommt man drauf, okay, der Flash hält sich nicht ans Datenblatt. Konnte Ubi nicht wissen, diese Eigenheit. Weil es ist generell immer ein Riesenproblem. Die Hersteller von NAND sind sehr, sehr schweigsam, wenn es darum geht, diese Semantiken zu erklären. Also ich bekomme generell Datenblätter nur unter NDA, also brauchbare Datenblätter. Oder auch Application Notes. Da muss man immer sehr viel reverse engineeren oder einen Kunden haben, der wirklich mehrere hunderttausend Stück kauft. Dann werden sie etwas gesprächiger. Dann gibt es eben über Ubi eben das UBFS. Es ist eben ein Dateisystem, ähnlich wie X4 mit dem Journal, mit all den tollen Features, unter anderem auch Kompression, also transparente Kompression, ist brauchbar, weil Flash haben wir nur im Gigabyte-Bereich und da wäre es toll, wenn man die Daten komprimiert, um mehr unterzubringen. Und das Wichtigste, es ist komplett Powercut-tolerant. Das heißt, UBFS schreibt die Daten auch immer so, dass wenn wir den Strom verlieren, egal wann, UBFS kann recovern. Das ist genau der Punkt, wo ich vorher gesagt habe, wo die FDLs zum Teil sehr schlecht sind. UBFS ist jetzt schon zwischen 10 Jahre alt und ich würde sagen relativ stable, wobei ich es aktuell gerade fest umbaue, weil aktuell kann es nämlich nur umgehen mit Single-Layer-Cell und jetzt bin ich gerade dabei beim Support für Multilayer-Cell und vor allem das mit den gebauten Pages macht das Leben vom File-System nicht einfacher. Sogar sehr schwierig. Also bei dem Projekt war es dran, glaube ich, 4 Monate. Und war sehr schwer, aber jetzt haben wir einen Ansatz, der auch geht und scheint auch echt gut zu gehen. Jetzt kann man auch mit Ubi die ganz billigen NANDs bedienen, weil SLC ist im Vergleich zu MLC relativ teuer. Also wenn ihr schaut, so eine billige SSD-Disk, die hat meistens drin MLC, weil es billiger ist einfach. So. Genau. Ihr kennt ja alle das Raspberry Pi oder das BeagleBone. Die haben ja eine SD-Karte oder eine eMMC, also Embedded MMC. Es gibt da auch davon ist ein Gegenprodukt, das heißt Chip. Das hat ja zum Ziel gesetzt, ein Computer zu sein, wie das Raspberry oder das BeagleBone, aber um $9. Das heißt, wir müssen Geld sparen. Wir haben kein Geld für eine SSD, wir haben kein Geld für eine SD-Karte, aber wenn wir einen MLC nennt. Und wer mit so einem Ding spielen will, ich habe hier 6 Stück hier, könnte haben. Also, wenn es noch Fragen gibt, es gibt pro sinnvolle Frage einen Chip. Bitte? Wie schaut das aus mit Bootloadern? Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Mediport hat und der hat im ROM den Startcode in CPU, der dann aus einer fixen Adresse den Einsprungpunkt von Viewport zum Beispiel ladet. Die fixe Adresse dann in einem Backblock ist. Ist das auch der Fall, dass das eine fixe Adresse ist? Oder wie? Ja, es ist so. Wenn man vom NAND bootet, dann je nach ROM-Loader kann er mehrere Pages oder Blöcke durchprobieren, welcher halt geht. Und zum Beispiel bei halt SLC NAND ist garantiert, dass der Block Nummer 0 besser ist als der Rest. Sind ja früher in der Launch-Speicher-Matten eingebaut, oder?
Genau, es ist eine Geldfrage, wenn man sich sicher sein will, dann nehme ich einen winzigen NOR-Speicher, so drauf den Bootloader und dann am Nähen mein File-System. Geht auch. Bitte. Was sind Best Practices, wenn man RAID oder wenn man Flash-Speicher mit RAID absichern will? Ist das, was man RAID einfach mit Mirroring macht oder gehen da dann genau gleich? Okay. RAID mit einer SSD oder RAID mit RAW NAND? Mit einer SSD. Das muss eigentlich gehen. Also wie gesagt, wir haben bereits im Kernel ein paar Bugs gehabt darin, vor allem im Trim-Kommando, aber es muss gehen. Aber eben auch die Frage, gehen die dann das gleiche ein, weil es wird immer das gleiche gemacht. Haben wir dann die eigenen Blocks, also dem von der FLC oder der Ach so, nein, nein. FTL, der macht ja dann, der beschreibt die ja dann jeweils anders. Ja, aber selber Problem hast du auch mit Festplatten. Die sind baugleich, gleich alt, gleiches Environment. Da ist ja RAID 5 eher uncool, weil wenn eine Platte verreckt, ist die Chance groß, dass vielleicht noch eine verreckt. Und bis der zum S-Arter und Classic RAID, jetzt gibt es ja ein VME, das Leichenbus. Verbessert der das? Gibt es da dann die Möglichkeit, dass man das Y-Level zum Beispiel aufbaut? Ja, da gibt es aktuell dann ziemlich einen Wildwuchs, aber es ist besser, ja. Wobei, da habe ich mich im Detail noch nicht damit beschäftigt. Aber das ist gerade der Punkt, wo sie gerade im Linux extrem viel umbauen und anpassen. Vor allem, wenn man diesen Speicher dann ja auch direkt ins RAM mappen kann, gibt es dann noch dieses DRX im Kernel, das Direct Memory Access, dass man nämlich im Kernel den Page Cache umgehen kann. Für mehr Performance, bitte. Wenn man die kriegt, so einen RAW Flash, kriegt man das nur für Embedded irgendwie aufgelötet, weil wenn man so irgendwie mit Flash was probieren will, kauft man sich bei der SSD oder. Ja, man kauft sich so ein Board. Nein, von denen gibt es ja auch mehrere Varianten. Es gibt auch eins von mit MIPS und so. Und die sind meistens zum Installieren sehr schwierig, weil sie haben sehr viele Pins und man kann extrem viel falsch machen. Ja, das heißt, das muss man irgendwie auf irgendeiner Hardware verschieben. Ja, bitte. Wie kann man das machen, wenn man es vom Mikrocontroller oder direkt den kann man da sozusagen dieses Exekutieren mit dem so und so viel Bit auf 512, das ist 24 Bit auf 512 Bit, Korrektur, ist das alles sozusagen mehr Feinwörter oder ist das dollar den Hardware? Nein, das kann man lösen, entweder mit am System on Chip mit dem NAND Flash Controller oder wenn es der NAND Chip kann, am Chip direkt, ist er meistens sehr langsam, im on die oder im Driver per Software ist auch sehr langsam. Und vor allem, du musst in Datenblatt nachlesen, welche Bitkorrektur brauchst du, weil du kannst mit dem auch mit der falschen fahren. Ist dem Flash egal. Bitte. Was mich interessieren wird noch, ist, wie das Ubi seine Metadaten verwaltet. Weil du hast ja gesagt, es gibt diese Mappings, genau. Wearable zu machen. Genau, Ubi geht her und bei jedem Physical Erase Block nimmt Ubi eine Page her für die Metadaten. Das heißt, Nutzdaten haben wir dann etwas weniger und hat dann seinen Header, den Erase-Counter-Header und den Volume-Header. In dem Header speichert er nämlich ab, wie oft wurde der Block bereits gelöscht und im Volume-Header ist dann nämlich das Mapping drinnen. Zu welchem Volume gehört dieser Block und welche Blocknummer hat er? Also wenn du so ein Device anschließt, du weißt über ein Device nichts, du fängst an, das zu verwenden. Brauchst du als allererstes hier mal die ganzen Mappings. Ne? Das heißt, du musst nochmal als erstes relativ viel lesen. Genau, dann macht Ubi nämlich einen Fullscan, ja. Schaut nach, welche Blöcke sind da, welche sind verwendbar, geht her, bei jedem leeren Block schreibt einen Erase-Counter-Header drauf und dann, sobald dann der Layer über Ubi beginnt, Blöcke zu mappen, also zu schreiben, sucht er einen freien Block und schreibt darauf in einen Volume-Header, da ist er gemappt. Das heißt, es wird, je größer das Device ist, desto länger dauert es. Darum habe ich vor 2 Jahren FastMap gemacht, dass man nämlich einen konstanten Scan hat. Da muss man nämlich nur einen Scan ganz am Anfang machen und dann eben nie wieder. Naja, wenn das Ding halt einschaltet sozusagen. Nur beim ersten Mal in der Factory. Und dann brauchen wir nämlich nur noch diese ohne Zusammenfassung finden. Ich muss gerade Schluss machen, ich bin bereits am Ende meiner Zeit. Aber also er schreibt irgendwo noch eine Zusammenfassung hin. Genau, wie beim JFS2, dieser Summary. Okay. Ja, wenn er Fragen hat, ich bin noch länger hier. Also vielen Dank und ich hätte ja 6 Chips. Also.